Virus Club, mein Name ist CH und grüße euch zu einem neuen Video nach einer neuen Folge Filmfehler und ich würde sagen, los geht's. Okay, der erste Filmfehler ist aus Transformers 3 und zwar geht es in dem Film darum, dass die Autobot Arc von Cybertron flieht, weil da ist Sentinel drin und der kann den ganzen Krieg beenden. Die machen auf dem Mond eine Bruchlandung, die USA und die ganze Welt bekommt davon mit, dass also die ganzen Leute, die irgendwie eine Raumfahrtmission geplant haben, bekommen davon mit. Die USA ist als erste da, finden Sentinel in dem Raumschiff, also in der Autobot Arc. Aber nun kommen wir auch zum Filmfehler, und zwar, ich sag schon, dass die auf dem Mond hochgelandet sind, ist Sentinel Prime schon, bevor er auf der Erde war, als Feuerwehrauto transformiert, also er hat die ganzen Teile, wie wenn er so ein Feuerwehrauto ist, was an sich ein bisschen unlogisch ist, da es, glaube ich, auf Cybertron keine Feuerwehrautos gab oder generell gar keine Autos gab, also würde ich sagen, es ist ein Filmfehler. Okay, der nächste Fakt ist aus The Amazing Spider-Man 2 aus dem Jahr 2014. Im Film geht es darum, dass Spider-Man einen verrückten Fan hat, welcher sein Erzfeind wird. Sein bester Freund Harry kommt zurück und der wird auch sein Erzfeind. Ganze Story grob zusammengefasst und auch ganz kurz, aber das ist die ganze Story. Und zwar kommen wir nun zum Filmfehler. Und zwar, wenn Spider-Man gegen Electro das erste Mal auf dem Times Square kämpft, sieht man ganz genau, wie Electro die Netzdüse von Spider-Man kaputt macht. Das sieht man halt wirklich genau, weil man sieht dieses Teil, das da komplett durchbrennt, also dieses Netzaufbewahrungsteil, Webshooter. Der Webshooter ist jetzt halt komplett kaputt, das sieht man ganz genau und jetzt im nächsten Augenblick ist er komplett heile. Und ich glaube nicht, dass er den einfach so mal eben gewechselt hat, weil von der einen Szene, wo der kaputt war, bis zur nächsten Szene war eine Sekunde Unterschied. Und deswegen würde ich sagen, es ist ein Filmfehler. Okay, der nächste Filmfehler ist aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Im Film geht es ja darum, dass der weise Harry zu seiner Familie, also zu seinen nahen Bekannten, Tante, Onkel oder was das ist, den Dursleys geschickt wird, die ihn nicht mögen und ihn nicht besonders toll behandeln. Dann verheimlichen die ihm auch noch, dass er ein Zauberer ist und dass seine Eltern auch Zauberer waren. Dann kriegt er ein, zwei Briefe von Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei. Dann meint Dursleys, ja komm, wir gehen jetzt weg, weil das ist zu viel. Und dann nimmt Hagrid Harry mit. Und dann ist Harry auf Hogwarts und da geht's dann richtig los. Dann kommen wir zum Filmfehler und zwar in den ersten Minuten des Films sieht man halt, wie Dumbledore und Professor McGonagall ihn auf der Türschwelle seiner Familie ablegt und jetzt sieht man, dass da gar keine Narbe auf seiner Stirn ist und im nächsten Augenblick ist die Narbe da. Vielleicht ist es gar nicht Harry Potter. Dumbledore dachte sich dann einfach so, irgendwas fehlt dem Jungen, aber ich weiß nicht was. Komm, schlage ich ihm den mal mit dem Brief und gut ist. Jetzt wissen wir alle, dass es Harry Potter ist. Und deswegen würde ich sagen, es ist ein Filmfehler. Okay, der nächste Filmfehler ist aus Captain America Civil War. In dem Film geht es darum, dass die Avengers so ein bisschen Mist machen, indem sie so ein ganzes Haus wegsprengen. Der Vater von, also der König von Wakanda, getötet wird. Der Sohn von dem König, also der Prinz oder auch Black Panther, Rache nehmen möchte an den Winter Soldier, der das angeblich gemacht haben soll, da das die Medien sagen. Dann sollen die Avengers noch einen Vertrag unterschreiben, dass die nur auf Missionen gehen dürfen, wenn die amerikanische Regierung das erlaubt und das möchten halt einige nicht, dann spaltet sich das Team. Captain America aka Steve Rogers sucht den Winter Soldier aka Bucky Barnes. Dann teilen sich die Avengers auf und es kommt zu Fights, Action und all sowas. Aber nun kommen wir zum Filmfehler und zwar am Anfang, wenn, das ist noch relativ am Anfang des Films, wenn der Black Panther den Winter Soldier findet, haben die auf einem Dach so einen epischen Fight. Der Black Panther zerschneidet, also kommt mit seinen Kratzen dann dieses Lüftungsschachtteil oder was das ist, zerkratzt es und im nächsten Shot ist das einfach komplett weg. Und deshalb würde ich sagen, es ist ein Filmfehler. Und der nächste Fakt ist aus dem Angry Birds Film aus dem Jahr 2016 ist das, glaube ich. Ja. In dem Film geht es darum, dass da so ein paar Vögel Schwierigkeiten haben. Einer hat so ein bisschen Aggressionsprobleme. Der andere ist ein bisschen hyperaktiv. Ich? Ich bin der Letzte, der hier sein sollte. Ein simpler Strafzettel. Der Richter sagt, ich werde zu schnell gefahren. Ich sag, euer Ehren? Ehrlich gesagt, das bin ich. Sie haben... Der andere explodiert einfach mal. Okay, ich explodiere. Wie eine Bombe. Und ein anderer war einfach so eine Sache verwickelt, wo man einfach nicht weiß, was er gemacht hat oder was das für eine Sache war. Also, hier in deiner kleinen Akte steht es.
Terence war wohl in einen Vorfall verwickelt. Dann tauchen auf einmal die Schweine auf. Also die Schweine tauchen auf der Vogelinsel auf. Die Schweine stehlen den Vögeln die Eier. Und dann möchten die Vögel die Eier halt zurückhaben. Dann hält Red, also der Vogel mit den paar Aggressionsproblemen, so eine kleine Rede, dass er das alles schon gewusst hat, dass sie das machen, bla bla. Und nun kommen wir zum Filmfehler, und zwar sieht man in der Szene jetzt, wie da neben Red die ganzen Sachen liegen, also ein paar Stangen Dynamit und ein Regenschirm. Und im nächsten Shot sind die einfach weg. Dachte sich Sony Pictures einfach so, ja okay, das ist wieder zu teuer, wir dürfen das nicht machen, weil sprengt unser Budget, wir können uns sonst kein Catering mehr leisten. Wir wissen es nicht und deswegen würde ich sagen, es ist ein Filmfehler. So Leute, das war's auch mit dem Video für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonnieren, kommentieren. Ihr kennt die Geschichte. Wenn ihr auch Filmfunk seid, schaut euch meine ganzen anderen Filmvideos an, also meine anderen Filmfehlerfolgen oder auch meine anderen Filmfaktenfolgen. Und ich würde sagen, folgt mir auf Instagram, da seht ihr dann jedes Mal, wenn ein neues Video online kommt. Und deswegen würde ich sagen, ciao!